Das vierte Werdenberger Streetfood Festival auf dem Marktplatz Skraps vom 22. bis 24. April gehört der Vergangenheit an. Man wird sicher noch länger daran denken. Es war ein riesiger Erfolg, Full House kann man sagen. Anders kann man es fast nicht überbringen. 25 Stände und eine riesige Begeisterung. Und der, der es Stand gebracht hat, das ist dort der Gamser, der Tom Scherr. Er will nicht gerne im Rampenlicht stehen, aber er war es, der so etwas einfach initiiert. Es ist die erste Veranstaltung in diesem Jahr und er war zufrieden. Wir sind sehr zufrieden, ja. Wie lange hast du es gebraucht, um das auf beide zu stellen? Ja, die Planung ist halt schon seit Monaten dran, ja. Und wir hatten halt nicht so gewusst, wie es mit Corona dann weitergeht. Und wo dann ein Bericht kam, ist, dass eigentlich Corona keine Einschränkungen mehr sind, hat man dann Vollgas können loslegen, ja. Und eigentlich ganz Werdenberg kommt her, gell? Du als Ganze hast es so zu Grabs gemacht, aber das war für dich kein Thema, oder? Werdenberg ist Werdenberg. Kommt nicht darauf an, wo es ist. Also, wir haben jetzt hier einen super Platz gefunden und für uns ist das perfekt. Ja. Magnus, Sonntag zum Mittag, wir haben extra Zeit ausgelesen, wenn es wenig Leute drauf hat, einen Haufen, wenn nicht gerne drauf sein. Aber der Stand hier, hinten dran, und überhaupt alles ist pumpenvoll gewesen. Also man kann sagen, ein Riesenerfolg, oder? Jawohl. Also wir sind überwältigend überrascht von dem Zusaueraufmarsch, den wir hier in Grabs haben dort, empfangen. Und auch haben dort mit den kulinarischen Ständen haben eigentlich dort auch bedienen. Wir sind hier in Grabs wirklich in einer, mit einer hervorragenden Infrastruktur, haben wir hier das Streetfood aufgebaut. Auch von der Gemeinde Grabs her sind wir wirklich recht willkommen gewesen. Wir sind hier ganz, ganz gut empfangen worden. Und die Leute haben uns das auch hier recht stark estimieren mit dem unheimlichen Zuschaueraufmarsch, der uns total überwältigt hat. Es könnte ja zum Teil von weit her, was sagen Sie so? Die haben ja natürlich nationale, zum Teil sogar internationale Erfahrungen. Was sagen Sie so zu dem Standort Werdenberg hier? Sie sind auch hell begeistert, vor allem sie können rundum laufen, sie sehen jeden Stand rundum. Sie können hier auch Probierer nehmen zuerst und nachher können sie das Hauptmenü auslesen. Dann es ist vor allem die Übersicht, die Grossflächigkeit von diesem Platz. Und vor allem auch, wir haben auch parkplatzmässig sind wir da recht gut aufgelistet gewesen. Und die Anbieter sind auch zufrieden mit dem Chef? Sehr zufrieden, sogar überwältigend. Also die sind alle unheimlich zufrieden, weil wir haben vom Freitag bis eigentlich heute Mittag einen riesen Vollerfolg. Und vor allem auch für alle ist es wirklich ein riesen Erfolg. Hallo miteinander. Wie gefällt es dir? Bist du schon das dritte Mal da? Ja! Wann nimmst du den mal? Ich glaube zum Dessert wieder die Pankies. Heiter erfahren. Ich weiß, was ist das genau? Das ist so ein ungarisches Gericht wie Pancakes, einfach in klein. Und der Vater, was meinst du, das soll er nicht? So, was nimmst du? Keine Ahnung. Er hat 25 Stände, gehen wir mal gucken. Also bis jetzt hat es Spiess gegeben, hat Burger gegeben und ein Wrap hat es auch mal noch gegeben. Also hat es schon einen Haufen gegeben. Aber ein super Anlass, hä? Ein ganz cooler Anlass. Also super organisiert mit diesen 25 Ständen. Der Marktplatz, der ja, super geeignet ist für da. Und drei Tage kommen da Leute von überall her. Ja, ganz eine coole Sache, ja. Das sind Pankies. Ja. Und was nimmst du für ein Aroma? Oreos und Erdbeere. Oh, super. Hey. Und, was hast du ausgewählt? Ja, noch nicht ausgewählt. Gerade erst eingetroffen. Aha. Ja, ja. Aber ist noch super, hä? Ja. Phänomenal. Super. Einfach gut. Wir sind gestern schon da. Es ist super hier, wirklich. Sie geben sich Mühe und es ist einfach schön. Gute Sache, gell? Gute Sache, gute Sache. Und jetzt so schaust du noch? Ja, ich muss ein bisschen schauen. Kann man auch nicht entscheiden. Nee. Sehr viele gute Sachen, muss ein bisschen schauen. Aber so eine Vorwahl hast du getroffen? Ja, der Sigiberg da vorne ist bekannt. Der gefällt mir noch gut. Und so ein Untergott Burrito, das ist glaube ich auch noch etwas in der engeren Auswahl. Mal schauen, wie viel das Platz hat heute. Aha. Ja. Man muss eine gute Wahl treffen. Alles kannst du nicht essen oder probieren. Aber kannst du ja eine Weile da bleiben? Ja, selbst schon, ja. Das heisst doch am anderen. Das probiere ich. Das machen wir. Ist gut? Ja. Gut. Jetzt bist du fündig geworden, hä? Jetzt habe ich es gefunden. Aber? Sigis Burger hat gesiegt. Aber findest du Leute nicht? Ja, das ist es. Ich bin jetzt meine Leute am Suchen. Sonst muss ich da am Start. Ah, dort sind sie, genau. Laufen. Schwimmen. Gut.
Aber Riebeländer kein, oder? Doch. Was ist das richtige Maisriebeländer? Ja, sollen wir so richtig einen vorbereiten? Nein, aber ist ja noch viel gefragt, der Maisriebel, oder? Selbstverständlich. Ja, ist interessant. Ja, also je nach Region. Windtüttel gerne essen. Hast du schon entschieden? Ja, was sicher. Was nimmst du? Speck und Böllen. Nein, aber da. Aha, ist das ein Ungar? Ja, sicher. Zeig mal da. Ja, schau. Das ist Speck und Böllen, hä? Ja, sicher. Und wenn man sich entscheiden kann, muss man ein paar Mal gehen, gell? Ja, dann muss man 5-6 Mal gehen. Immer wieder gut. Ein idealer Platz für das Festival. Eben, gell? Besser geht's gar nicht. Perfekt. Ganz Werdenberg kommt daher? Ja, sicher. Das ganze Rindl. Sagst du? Ja. Absolut perfekt. Das ganze Rindl kommt daher? Und gut, ja. Ja, von weit her. Was ist das? Eben Zwiebeln mit Speck. Und wie ist es? 1A. Ungarisch. Der Teufel ist noch nicht da. Erst die Hexe. Aber der Teufel muss essen? Nein. Der Teufel ist der Chef. Aha. Also die Arbeit ist brutal, ja. Was bist du schon im Fernsehen aufgetreten? Ja, Masterchef Schweiz, Top 5. Habe ich geschafft. Hoi. Sendungen. Ja. Yeah. Dann weißt du, wer der Chef ist, hä? Ja. Der Masterchef. Alter, fahren wir nochmal. Einmal Fernsehen, schon bist du der Chef, gell? Ja, ist ja gut. Sonst vorher schon wie gewesen. Hey, was machst du da? Ich arbeite. Bist du am Arbeiten? Ja. Hey, ja. Hans-Uli, und jetzt? Ich helfe was machst du? Ah, so. Ja, du hast gerade den richtigen Stang, gell? Zum ja, Umbrau, ja. Ja, ja. Super. Was hast du ausgewählt? Was nimmst du? Ich weiss es auch nicht. Ich bin jetzt erst gekommen. Ja, ja. Und die Chefin, weisst du schon was? Nein, ich weiss auch oder nicht. Nein. Gut. Sie haben es dann wahr. Aber ist ja super, nicht? Wunderschön. Gell? Vor allem das Wetter auch. Ja, habe ich so. Wunderbar. Ja, Pauli, Sonntag zum Mittag, zwei Tage sind vorbei bei dem Werdenberger Streetfood Festival. Unglaublich viel Besuch. Wir sind jetzt extra da zum Mittag da, wenn es so wenig Leute hat, weil ein Haufen noch nicht gern, wenn sie drauf sind. Wie hast du das so erfahren? Bist du heute alle Tage da gewesen? Ja, ich finde es irrsinnig, wenn es hier einen gibt, der so etwas organisiert. Wo Stände organisiert, das haben wir in Grabs so noch gerne gehabt. Zusammen natürlich mit Musik, Unterhaltung, die Leute können sitzen. Nach dieser langen Corona-Zeit, die man nicht können, nicht dürfen, ist das 1A. Und ich gratuliere Thomas mit seiner Crew recht herzlich. Das hat er sensationell gemacht. Das heisst, also, wenn man irgendetwas macht, dann kommt die Region zusammen. Gell? Gerade egal wo, es braucht einfach einen Platz und ein Engagement. Das ist so. Die Region ist ja so, es zeichnet sich speziell aus. Was aber auch noch, was mir immer wieder auffällt, ist auch zum Beispiel bei einem Slow-Up. Wenn Grabs etwas ist, dann geht der Grabser. Egal, was für Wetter das ist. Er geht ihm vielleicht nicht mit dem Velo rundherum, aber er geht. Und das finde ich so gut an diesem Dorf. Man kann etwas machen vom Verein aus, man geht. Man weiss, die haben etwas unternommen, die haben etwas auf die Beine gestellt. Die haben Mühe und Not nicht gescheut. Ich finde es immer wieder super, dass der Grabser das auch machen kann. Und jetzt, wie du gesehen hast, am ersten Abend, als ich da war, waren ja, 50% sind nicht Grabser, respektive habe ich nicht gekannt. Aber das spricht natürlich auch für den Tom, der das schon eine Weile macht. Oder das Street Food Festival, wo das schon eine Weile auf dem Weg sind. Und B natürlich auch für den Standort, den wir hier haben. Und der hier hinten, der ist absolut ideal, den finde ich grandios. In der Nähe vom geplanten Dorfzentrum, da könnte man sicher etwas verknüpfen, man kann hier Erfahrungen sammeln. Gell? Wenn wirklich etwas läuft, dann, wenn es etwas hergibt, dann, nachher, ja, dann läuft wirklich etwas, oder? Ja, das ist so. Also von dem Dorfzentrum sind wir jetzt wieder ein bisschen abgekommen. Das kommt die Gemeinde mal am Vorstoss unternommen, das weißt du auch, Hans-Jörg. Da wollen wir schauen, was jetzt in der nächsten Zukunft passiert. Aber wenn du jetzt hier siehst, was man auf die Beine stellen kann, mit, ich weiß nicht, was er jetzt alles hat müssen machen per Telefon. Und so ist es natürlich nicht. Er hat schon noch mehr, was er machen muss. Aber es ist absolut genial. Und du siehst es, die Leute kommen gerne. Das Essen ist gut, die Leute sind gut, die Musik ist gut, die Location ist genial. Also, ich wiederhole mich, ich weiß es, aber ja. es ist wirklich gut. Wenn man freut, kann man sich immer wiederholen. Gell? Ja. Und vor allem wichtig finde ich, dass man die Marke Werdenberg ein bisschen platziert. Das ist ja schön, wenn man einen Grabs glaubt, einen Buchs glaubt, einen Seewolle, Seenwald, Gams und so weiter. Aber die Region Werdenberg, die Marke ein bisschen platzieren, das ist ja auch etwas, was wichtig ist. Ah ja,
das ist natürlich, wir müssen wegkommen von dem, dass nur das Dorf zählt oder nur Grabs. Oder wir sind besser wie wer auch immer. Das spielt absolut keine Rolle, weil im Werdenberg müssen wir uns natürlich vernetzen. Auf Stufe von Gewerbe machen wir das sehr intensiv. Wir sind sehr im intensiven Austausch, alle Präsidenten miteinander. Und eigentlich spielt es keine Rolle, wenn du als Gewerbler dort dabei bist oder bei mir. Die Hauptsache, du bist dabei in diesem Kreis und kannst etwas unternehmen. Und du kannst etwas auf die Beine stellen. Und auch wie jetzt, man sieht es ja, oder? Weiga, Slow-Up, wie die Veranstaltungen alle heissen, wo das ganze Werdenberg im Prinzip inkludiert ist. Man kommt auch gern, wenn das Angebot stimmt und die Location stimmt und der Platz und natürlich das Wetter, gell? Der Petrus muss immer sein, auch noch dazu tun, dann ist es natürlich sensationell. Dann läuft etwas bei uns. Und gerade nochmal, ich wiederhole mich wieder, gerade jetzt, nicht in dieser Corona-Zeit oder wo man die Zeit, die man kann, wo man nicht haben dürfen oder haben müssen daheim bleiben oder uns schützen oder was auch immer, wie man dem sagen will, du siehst, dass es ein Bedürfnis ist, dass so die sozialen Interaktionen miteinander etwas wieder zu erleben, herzugehen. Und dann ist es natürlich, die Leute sind einfach, die können, wie soll ich sagen, du musst nicht irgendetwas wahnsinnig Kompliziertes herstellen, sondern es funktioniert mit Essen, es funktioniert mit Musik, es funktioniert mit Unterhaltung. Mehr braucht es gerne nicht. Und dann wird die Gemeinschaft wieder knüpfen, Werdenberg, wie du sagst. Und dann geht es natürlich darüber raus, abwärts Rheintal, aufwärts der ganze Land. Das gehört alles zusammen. Wir sind eins. Ich kann nicht sagen, der kleine Finger, der gehört nicht zu mir, sondern es ist alles gehört zusammen. Und das Verständnis müssen wir ein bisschen entwickeln und nicht uns separieren. Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, jetzt sowieso. Vielleicht hat es so eine Krise auch gebraucht, um zu merken, dass es wichtig ist, das Miteinander, dass wir nur miteinander in eine Richtung schauen können und natürlich auch in eine Richtung ziehen können. Weil, wenn ich die Metapher brauchen darf, wir alle hocken im Boot, zumindest auf dem Wasser. Und wenn wir gegeneinander rudern, dann kommt keiner ans Ziel, weder der eine noch der andere. Und so gesehen ist das natürlich gute Voraussetzungen für die Zukunft. Ja.